Die BASF-Aktie hat in den letzten 5 Jahren ungefähr 35% an Wert verloren, damit einer der schlechtesten Werte meines Portfolios. Wir schauen uns heute an, halten wir weiterhin oder gibt es vielleicht eine Alternative dazu? Herzlich willkommen bei Investment Fellows. Mein Name ist Markus Lammers. Ja, und heute beschäftigen wir uns mit der BASF-Aktie. Einer der schlechtesten Werte bei sowohl Steffen als auch mir im Portfolio. Ja, liegt ja deutlich im Minus in den letzten 5 Jahren. Ungefähr 36% hinten. Aktueller Kurs ungefähr 44 Euro. Und wenn man sich mal den 5-Jahres-Chart ansieht, da sieht man ja noch vor 5 Jahren ungefähr ja bei 68, 70 Euro stand die Aktie. Dann ging es mal runter in der Corona-Krise auf unter 40 Euro. Und aktuell notieren wir ungefähr bei 44 Euro. Also wirklich eine sehr, sehr durchwachsene Performance. Spannenderweise hat das auch mal die BASF selber dargestellt in ihrem Jahresbericht 2022. Und da sieht man, wie ist denn die Performance gewesen vom BASF bei Wiederanlage der Dividende. Ja, und da sieht man von 2017 bis 2022 minus 8%. Ja, im Vergleich zum DAX hat er immerhin 1,5% plus gemacht. Der Euro Stoxx 50 sogar 4% plus und der MSCI World Chemicals 4,1%. Also deutlich schlechter als jetzt die Indizes, in denen man selber als BASF auch enthalten ist. Und selbst über einen 10-Jahres-Zeitraum 2012 bis 2022 bei Wiederanlage der Dividende gerade mal plus minus 0, also hier steht plus 0,1%. DAX dagegen 6,2% pro Jahr, Euro Stoxx 50 6,4% und der MSCI World Chemicals 8,1%. Also hier deutlich, deutlich bessere Performance, wenn man in die Indizes investiert hätte. Analyse machen wir in bewährter Struktur. Erst wieder Geschäftsprofil, da gucken wir uns auch mal an, wo sind denn Wachstumspotenziale bei der BASF-Aktie. Dann gucken wir uns die aktuellen Zahlen an. Dann, wie ist die Bonität der BASF und auch, wie ist deren Dividendenpolitik? Haben wir eine progressive Dividendenpolitik, gehen wir nachher nochmal drauf ein. Dann, welche Kernrisiken sehen wir, dann die Kursschätzung der Analysten und wir schließen auch hier mit der Pro- und Contra-Analyse ab und auch mit der Einschätzung, wie gehen wir denn weiter mit dieser Aktie um, also halten wir diese Aktie oder verkaufen wir sie vielleicht auch. Starten wir mit dem Geschäftsprofil. Was macht BASF eigentlich? Ja, BASF ist die größte Chemiekonzern der Welt und hat eigentlich 6 Segmente, in denen die sich aufteilen. Der Bereich Chemikalien, also Basischemikalien, dann der Bereich Materials, das ist im Wesentlichen Plastik und Plastikverarbeitung, dann Industrial Solutions, also spezifische industriechemische Lösungen, Surface Technologies, das sind im Wesentlichen Lacke, aber mittlerweile auch noch das ganze Thema Batteriematerialien, gehen wir später nochmal drauf ein und auch Katalysatoren. Dann Nutrition and Care, das sind Lebensmittel, Ergänzungsmittel, aber auch so Ergänzungsmittel zum Beispiel zur Tiernahrung und dann Agricultural Solutions, wo sich zum Beispiel auch Pestizide und Saatgut hinter verbergen. Man ist auch global tätig, ja, sieht man hier Europa, der größte Standort, machen ungefähr 34 Milliarden Euro Umsatz im Jahr, hat ungefähr 67.000, 68.000 Mitarbeiter. Danach kommt dann Nordamerika, ja, USA, Kanada, Mexiko, da hat man 24 Milliarden Umsatz gemacht und hat ungefähr 16.000 Mitarbeiter. Dann stark am Wachsen ist der ganze Bereich Asia Pacific, wo man insbesondere auch in China tätig ist, gehen wir nachher nochmal drauf ein. Ungefähr 22 Milliarden Euro Umsatz, 20.500 Mitarbeiter und der Rest wird dann gebündelt in eine Einheit, jetzt dann Südamerika, Afrika, Mittlerer Osten. Da macht man ungefähr 7,7 Milliarden Euro Umsatz, hat ungefähr 7.000 Mitarbeiter. Einer der größten Vorteile, die BASF sieht, ist das sogenannte Verbundkonzept. Das heißt, die verschiedenen Segmente sind dann an großen Standorten gebündelt in der Produktion. Das hat dann Vorteile, dass man zum Beispiel einen geringeren CO2-Ausstoß hat, weil man nur einmalig quasi Produkte gemeinschaftlich anliefern lässt, also für die verschiedenen Segmente in der Verarbeitung, dass man Prozesse gemeinschaftlich nutzen kann, dass man Maschinen gemeinschaftlich nutzen kann, etc. Das heißt, hieraus ergeben sich Synergieeffekte, die natürlich auch finanzielle Vorteile mit sich bringen. Und wo will man jetzt wachsen als BASF? Im Wesentlichen sieht man eigentlich 2 Bereiche. Zum einen regional in China, da hat man nämlich die Erwartung, dass da der Umsatz, die chemische Produktion am stärksten wachsen wird, von aktuell 2,2 Billionen US-Dollar auf 3 Billionen US-Dollar bis 2030. Dementsprechend hat man sich jetzt entschieden, nach einem Verbundkonzept, den man da schon umgesetzt hat, jetzt ein 2. Verbundkonzept da umzusetzen, also einen riesen Standort zu machen für die verschiedenen Segmente. Da will man bis zu 10 Milliarden US-Dollar investieren. Das soll ungefähr 4 bis 5 Milliarden US-Dollar Umsatz pro Jahr bringen, mit einer operativen Marge von ungefähr so zu 10-12% aufs eingesetzte Kapital, nämlich so 1 bis 1,2 Milliarden US-Dollar soll da im Jahr an EBIT rauskommen. Einen weiteren großen Wachstumsmarkt sieht man im Bereich Batteriematerialien, insbesondere bei den elektrischen Fahrzeugen, die natürlich produziert werden. Die werden demnächst sehr, sehr viel Batterien benötigen. Entsprechend wächst das Batteriematerial, was hier benötigt wird. Im Wesentlichen Kathodenmaterialien nennt sich das. Da hat man bereits eine Produktion, da hat man angefangen 2012 mit. Mittlerweile ist man an verschiedenen Standorten weltweit tätig und plant auch hier weiter
weiter auszubauen. Gesamtgrößenordnung der Investitionen hier so 3 bis 4 Milliarden US-Dollar. Man will eine EBIT-Marge haben von ungefähr 30% auf den Umsatz, den man generiert. Also hier tatsächlich, wenn das so kommen sollte, dass die Nachfrage nach Batteriematerialien immens steigt, da wird man sicherlich als BASF auch stark von profitieren können. Vielleicht auch nochmal wichtig, ja, wie will man denn den Cash verwenden, den man generiert als BASF, also quasi in der strategischen Ausrichtung. Da sieht man auf Platz 1 ist natürlich das organische Wachstum, also wo sieht man Opportunitäten zu wachsen, wie zum Beispiel jetzt hier in China oder im Bereich Batteriematerialien. Das ist quasi die Erstverwendung, aber auf Platz 2 steht dann direkt schon progressive Dividendenpolitik. Also die BASF hat sich auf die Fahnen geschrieben, eigentlich die Dividende zumindest stabil zu halten gegenüber Vorjahr. Aktuelle Dividende, die gezahlt wurde im letzten Jahr, 3,40 Euro. Wenn die auch nächstes Jahr halten sollte, reden wir hier über eine Dividendenrendite über 7%. Ja, aktueller Kurs 44 Euro, 3,40 Euro Dividende pro Jahr wären dann gut 7%. Gucken wir uns die aktuellen Zahlen an. Da sieht man schon, ja, das dritte Quartal 2023 war nicht so dolle. Ja, man ging zurück beim operativen Gewinn von 1,35 Milliarden Euro im Vorjahresquartal auf 575 Millionen Euro, also eine Reduktion um 57,3%. Und das ist sowohl getrieben durch weniger Menge, die abgesetzt wurde. Das sieht man jetzt hier oben rechts in der Tabelle. Ja, gegenüber Vorjahresquartal hat man ungefähr 9,4% weniger abgesetzt. Und die Preise sind auch nochmal um 14,4% gesunken, sodass man hier doch einen gegenläufigen Effekt hat von ungefähr 28%. Also die Umsätze sind um 28% zurückgegangen. Gegenüber Vorquartal, also Q2 2023, ein bisschen weniger der Rückgang. Also man sieht, das verlangsamt sich jetzt dieser Prozess. Volumensrückgang jetzt in Anführungsstrichen nur noch 2,6%, Preisrückgang 5,4%, aber wie gesagt nach wie vor rückläufig. Letztlich ging es in allen Segmenten zurück, mit Ausnahme von dem Bereich Agricultural Solutions, das ist das Thema Landwirtschaft, ja, Pestizide etc., da konnte man eine leichte Steigerung verbuchen, und im Bereich Surface Technologies, dann natürlich im Wesentlichen im Bereich Batterie, weil da die Nachfrage auch mit der höheren Nachfrage nach Elektromobilität gestiegen ist. Auf der Nettoeinkommensseite sieht es sogar noch schlechter aus. Ja, EBIT ist ja immer, würde ich mal sagen, vor Zinszahlungen, vor Steuern. Und das war jetzt ja auch nochmal bevor Special Items. Ja, wenn man noch Sondereffekte rausrechnet, war das EBIT im dritten Quartal nur bei 394 Millionen Euro. Und nach Zinszahlungen und Steuerzahlungen blieb ein Nettoeinkommen von minus 249 Millionen Euro über. Also man hat ungefähr eine Viertelmilliarde Euro Verlust gemacht im dritten Quartal nach allen Kosten. Das hat natürlich auch das Management erkannt und hat gesagt, wir müssen jetzt gegensteuern. Das eine Thema war natürlich Cashflow-Optimierung. Man hat jetzt gesehen, dass man auf der Cashflow-Seite die Lagerbestände zurückgefahren hat. Das hat jetzt im dritten Quartal dazu geführt, dass man doch einen positiven Cashflow generiert hat von ungefähr 1,46 Milliarden Euro, was jetzt mal positiv ist. Für die gesamten ersten 9 Monate waren es allerdings nur 488 Millionen Euro. Wenn man bedenkt, dass man ungefähr 3 Milliarden Euro an Dividende ausgeschüttet hat dieses Jahr, dann ist schon klar, der Free Cashflow wird auch wohl dieses Jahr nicht dazu reichen, die Dividende nächstes Jahr abzudecken. Das hat das Management natürlich auch erkannt, ja, dass das relativ schwierig wird mit der Dividendenabdeckung, gerade in dem wirtschaftlichen Abschwung. Dementsprechend jetzt on top auch nochmal ein Kosteneinsparungsprogramm gesetzt. Man möchte bis 2026 1,1 Milliarden Euro jährlich einsparen, und zwar im Wesentlichen in Europa. Da hat man sicherlich auch den größten Druck. Ja, Energiekosten sind ja stark gestiegen, CO2-Kosten werden weiter steigen. Deswegen hier die relativ klare Aussage, ja, man möchte sowohl in der Verbundstruktur in Ludwigshafen, also dem Kernstandort, 200 Millionen Euro einsparen und ungefähr 700 Stellen abbauen, und im Rest Europa nochmal ungefähr 600 bis 700 Millionen Euro und 2600 Stellen. Und dann auf den globalen Services, also quasi den Overhead-Einheiten, wird auch nochmal eine Einsparung auf die zukommen, sodass das in Summe 1,1 Milliarden Euro pro Jahr in 2026 bringen soll. Darüber hinaus wird auch die Investitionstätigkeit zurückgefahren. Im Jahr 2023 hat man schon 1 Milliarde Euro gestrichen und dann in der Folgejahr 2024 bis 2027 3 Milliarden Euro. Das heißt, das Gesamtinvestitionsvolumen geht zurück von 28,8 Milliarden Euro bis 2027 auf 24,8 Milliarden Euro. Meines Erachtens immer noch natürlich ein sehr, sehr großer Block, den man hier hat, den man investieren will. Und da muss man natürlich auch sehen, in dem aktuellen Marktumfeld, ist das tatsächlich noch die richtige Strategie, so viel zu investieren? Ist das tatsächlich nachher auch wertschaffend? Die Frage muss sich natürlich das Management auch jeden Tag stellen. Aber 25 Milliarden Euro ist schon eine Hausnummer, insbesondere wenn man bedenkt, dass das Eigenkapital von BASF in Summe ungefähr 40 Milliarden
Milliarden Euro beträgt. Analysten sind entsprechend auch für 2023 doch recht vorsichtig. Ergebnis je Aktie 3,45 Euro wird erwartet. In 2023 würde ungefähr die Dividende von 3,40 Euro abdecken auf der reinen Nettogewinnseite. Aber wie gesagt, man hat ja auch immer relativ viele Investitionen, die man tätigen möchte. Die werden natürlich dann auch entsprechend aktiviert. Ja, also führen tatsächlich nicht zu einem Netto-Cash-Zufluss, sondern ein Großteil der Gewinne wird reinvestiert. Dementsprechend Cashflow und Nettogewinn müssen jetzt hier nicht übereinstimmen. Wie gesagt, aktuell würde ich davon ausgehen, dass der Netto-Cashflow, der generiert wird, der Free-Cashflow nicht ausreicht, um die Dividende abzudecken. In den Folgejahren soll es dann besser sein. Ja, man erwartet eine Belebung natürlich im Bereich der Chemieproduktion. Dann soll es hochgehen beim Nettogewinn auf 4,11 Euro bis 5,47 Euro in 2026. Wäre aber immer noch ungefähr 50 Cent unter dem Wert von 2021. Schauen wir uns jetzt die Bonität an. Dividendenpolitik von BASF. Bonität in Summe immer noch sehr ordentlich. A- im Schnitt zwischen Standard & Poor's, Moody's und Fitch. Allerdings S&P hat das Credit Rating gerade im August runtergenommen von A auf A-. Wesentliche Gründe waren zum einen, dass die Verschuldung weiter ansteigen soll. Man hat eine relativ hohe Investitionstätigkeit. Deswegen geht S&P davon aus, dass der Verschuldungsgrad bei BASF nach oben läuft. Und im operativen Geschäft rechnet man mit Gegenwind. Zum einen höhere Energiepreise, aber auch höhere CO2-Kosten, insbesondere in Europa. Und auch insgesamt die globale Nachfrage eher rückläufig bei den aktuellen Wachstumsaussichten. Also sowohl neue Verschuldung höher als auch Gegenwind im operativen Geschäft und in der Kombination dann Downgrading auf A-. Werfen wir auch nochmal einen Blick auf die Bilanz und da sehen wir am 31.12.2022 ungefähr 41 Milliarden Euro Eigenkapital, 19 Milliarden Euro Fremdschulden, also finanzielle Schulden. Das ist jetzt auf der finanziellen Schuldenseite angestiegen auf 21,4 Milliarden, also plus 2,4 Milliarden Euro. Eigenkapital ist zurückgegangen von 40,9 auf 40,3. Spannenderweise, wenn man diese 2,4 und die 0,6 Milliarden zusammenrechnet, also Rückgang auf der Eigenkapitalseite und Verschuldungsseite, die hochgegangen ist, sind das genau 3 Milliarden Euro, entspricht ziemlich genau der Dividendenzahlung, die man ja im Mai diesen Jahres getätigt hat. Also offensichtlich musste man die Dividende über Neuverschuldung und über rückgehendem Eigenkapital finanzieren. Das Gute ist natürlich, man hat eine progressive Dividendenpolitik, also man hat sich auf die Fahnen geschrieben, eigentlich ja, für die Dividende zu steigern und mindestens stabil zu halten. Und man sieht auch von 2013 bis 2017 hat das eigentlich gut geklappt mit der jährlichen Steigerung, eigentlich bis 2018 auf 3,20 Euro. Aber seitdem stockelt es so ein bisschen, 2019, 2020 3,30 Euro, 2021, 2022 3,40 Euro, also eher stabil bis leicht steigend. Die Frage ist natürlich, wenn es nicht eine baldige Belebung des Chemiesektors gibt, ja, wie sicher ist die Dividende noch? Wird auch teilweise schon in den Medien diskutiert, hält die Dividende bei der BASF noch? Noch gehen aktuell die Analysten großteils davon aus, ja, die Dividende wird halten, aber im Schnitt geht es ein bisschen zurück. Auf der anderen Seite steht auch noch eine andere Refinanzierungsquelle gegebenenfalls zur Verfügung, nämlich der Verkauf von einigen Geschäftsteilen bei BASF. Und in Summe reden wir da über 10 Milliarden Euro Assets, die gegebenenfalls zum Verkauf stehen. Das hat zumindest das Handelsblatt mal reportet, dass der Martin Brudermüller, der geht zwar bald quasi, scheidet aus, geht in Rente, ja, dass er das noch vorantreibt. Zum einen natürlich, was schon länger auf der Uhr ist, ist das Thema DEA Wintershall, dass das an die Börse gebracht werden soll. Das könnte sicherlich ein paar Milliarden bringen, um die 4, 5 Milliarden. Und dass man Teile des Geschäfts verkauft, insbesondere das Thema Katalysatoren im Verbrennermotorbereich, fände ich jetzt nicht so schlimm, war wahrscheinlich nicht so zukunftsträchtig. Und auch Teile der Sparte Lack und Beschichtung stehen scheinbar auf der Verkaufsliste und auch noch im Bereich Nahrungsmittelergänzung, da vielleicht auch das eine oder andere Werk. Aber 10 Milliarden würde natürlich schon einen gewissen Liquiditätszufluss bedeuten, damit wäre wahrscheinlich auch die Dividende abgesichert, aber alles, was man verkauft, bringt natürlich in der Zukunft dann auch keinen Gewinn. Aber welche Kernrisiken sehen wir jetzt? Ja, zum einen natürlich schon, man ist relativ stark auf Europa konzentriert mit der Produktion, ja, hat da immerhin 67.000 Beschäftigte und da hat doch die Energiekosten Standortnachteil in Europa, man ist ja doch recht abhängig gewesen von der Gasproduktion in Russland, das ist mittlerweile doch sehr teuer geworden aufgrund des Ukraine-Konflikts, den wir da sehen. Das heißt, da ist ein Thema, plus CO2-Kosten werden sicherlich massiv steigen und das gerade für eine Chemieproduktion relativ doch energieintensiv ist, muss man mal gucken, was bedeutet das für die Energieproduktion in Europa, hat man da strategisch langfristig einen strukturellen Nachteil? Aktuell würde ich sagen, ja, das ist so. Zweite Thema ist, man hat ein relativ hohes China-Exposure, ja, man hat jetzt das zweite Verbundstandort, den man da aufbauen möchte. Ja, da gibt es zwar gerade die Annäherung zwischen Xi und Biden, also vielleicht bringt das ein bisschen Entspannung, ja, aber die Unsicherheit bleibt auf jeden Fall auch da
Und last but not least muss man halt gucken, Batterietechnologien, ja, da investiert man, finde ich, auch gut, aber da hat man natürlich auch Wettbewerb, sind da tatsächlich diese Wachstumsziele erreichbar in dem Maße? Auch das ist sicherlich zu hinterfragen. Vielleicht gibt es auch nochmal Technologiesprünge im Bereich der Batterien. Das könnte natürlich auch nochmal Gegenwind bedeuten für BASF, aber an und für sich ist man da schon aufgestellt für Wachstum. Aber wie gesagt, das Thema Technologieshift, das ist auf jeden Fall nochmal ein Restrisiko. Dementsprechend auch die Kursziele der Analysten doch sehr verhalten. Im Schnitt sieht man ungefähr 7% Potenzial für die nächsten 12 Monate auf 47,50 € ungefähr. Und wenn man sich das qualitativ anschaut, dann sieht man schon relativ klar, ja, hold ist eigentlich die Konsensmeinung. 6 sagen halten, 3 sagen kaufen, 3 sagen Verkauf. Das macht auch ein sehr glattes Halten. Und auch wenn man sich die jetzt einzelnen Kursziele anschaut, dann schwankt man so zwischen 37 und irgendwie 60, 61 €. Barclays ist noch am optimistischsten. Ja, also da sieht man schon, ja, Kurszielschätzung im Vergleich zu anderen Werten, die wir hier schon mal gesehen haben, wo man dann auch häufig doch so ein Potenzial hat von 20, 30%. Hier auf jeden Fall deutlich pessimistischer die Einschätzung der Analysten. Schauen wir jetzt abschließend auf die Pro- und Contra-Analyse. Was spricht jetzt eigentlich für BASF? Ja, zum einen, man hat nach wie vor eine sehr ordentliche Bilanz, zumindest A-Credit-Rating. Man hat eine progressive Dividendenpolitik, also man hat sich dazu committed, die Dividende regelmäßig zu steigern, aber zumindest stabil zu halten. Und da ist die Dividendenrendite doch aktuell sehr attraktiv mit 7%. Man ist weltweit diversifiziert aufgestellt, ja, mit verschiedenen Standorten in der Nähe zum Kunden, was sicherlich gut ist. Und bei einem konjunkturellen Aufschwung würde ich davon ausgehen, wird eine BASF überproportional daran partizipieren. Auf der anderen Seite, ja, Free Cashflow reicht aktuell nicht aus, um die Dividende abzudecken. Ob das im nächsten Jahr der Fall ist, muss man dann mal sehen. Man hat historisch doch eine sehr schlechte Wertentwicklung gehabt. Ja, wie haben wir ja gesehen, also selbst über 10 Jahre kaum ein positiver Wertbeitrag. Und insbesondere auch in Europa operativ Gegenwind. Und das ist halt nach wie vor der größte Produktionsstandort. Ja, CO2-Preise dürften hochgehen, Energiepreise bleiben tendenziell wahrscheinlich auch hoch. Jetzt kommt auch noch das Thema Industriestrompreis, ob der wirklich jetzt kommt, da entsprechend Entlastung der chemischen Industrie mit in sich bringen würde. Das ist jetzt natürlich fraglich, nachdem Bundesverfassungsgericht ja entschieden hat, dass der Klimatransformationsfonds so nicht Bestand haben kann. Da muss man gucken, ob das tatsächlich hält. Wenn nicht, wäre das der nächste Gegenstoß, will ich mal sagen, für BASF. Und man hat auch noch ein relativ hohes China-Exposure. Das kann natürlich auch was Gutes sein, aber da gibt es natürlich makroökonomische Restrisiken. Ja, der Steffen und ich, wir haben lange diskutiert, was machen wir mit der Aktie? Halten wir oder verkaufen wir? Und sind letztlich zum Schluss gekommen, ja, wir halten im Wesentlichen aus zwei Gründen. Zum einen glauben wir natürlich, dass wir gerade wirtschaftlich tatsächlich eher auf so einem Tiefpunkt sind und wir davon ausgehen, dass diese Aktie bei einer Aufholung der Wirtschaft überproportional partizipieren würden. Und zum anderen finden wir die Dividendenrendite nach wie vor relativ attraktiv und hoffen auch, dass die hält. Ist natürlich nicht sicher, da gibt es schon ein Restrisiko, dass sie gekürzt wird. Aber mit der starken Bilanz können wir uns schon vorstellen, dass die auch die nächsten Jahre noch halten wird und vielleicht sogar noch irgendwann wieder angehoben wird. Ja, das ist unsere Einschätzung, aber man kann natürlich auch zu einem anderen Ergebnis kommen. Wie seht ihr das? Gerne nochmal kommentieren. Haltet ihr, verkauft ihr, kauft ihr vielleicht sogar zu? Das würde uns interessieren. Wenn ihr verkauft, wo würdet ihr alternativ investieren? Würden wir auch nochmal sehr gerne sehen, was da eure Alternativinvestments sind. Ja, so viel von unserer Seite. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Abonnement freuen wir uns natürlich auch sehr drüber. In dem Sinne euch allen eine erfolgreiche Börsenwoche.